Hallo. So, jetzt machen wir mal einen kleinen Rundgang hier am Gleisdreieck, wo die Republika stattfindet. Und ja, wir sind das Sendezentrum und wir sind hier so ein bisschen vertreten auf diesem Event mit einem eigenen Raum. Und den schauen wir uns jetzt mal an, oder? Okay. So, wie man es nicht übersehen kann, hier ist das Sendezentrum. Da ist jetzt gerade nicht so viel los, deswegen kann man uns das jetzt auch mal angucken. So. Ja, den Raum haben wir uns hier schön gemütlich gemacht mit zwei kleinen Arbeitstischchen, wo die ganze Zeit emsig an irgendwelchen Dingen gearbeitet wird. Es gibt einen kleinen Publikumsbereich, wo, wenn dann hier live Radio gemacht wird, auch noch ein paar Leute zuschauen können. Und hier steht unsere Technik. Die erklärt bitte mal, was braucht man, um einen Podcast von unterwegs zu machen? Von unterwegs, also richtig unterwegs sind wir ja nicht. Das ist ja hier eher ein portables Studio als mehr so eine mobile Aufnahmelösung. Aber wir haben hier hinten die Technik beisammen. Neben einem Computer, der dann alles aufnimmt, haben wir hier vor allem dieses kleine Rack. Das besteht aus Mikrofonen, Vorverstärkern, einer Expander-Kompressor-Kombination, Vierkanal-Compander. Expander halte ich ja für eine tolle Erfindung für solche Situationen, weil man damit so die Umgebungsgeräusche ein bisschen im Griff halten kann, dass alles nicht so hallig wirkt. Kopfhörerverstärker, weil wir mit den Hörsprechkombinationen arbeiten, den Headsets und dazu so ein halbwegs moderner USB-Audio-Interface-Mixer, sodass man hier verschiedene Mixe zusammenbauen kann für die Kopfhörer und dann natürlich auch für die Wiedergabe auf den Lautsprechern. Ja, das Ganze ist fertig verkabelt, kann man so im Rack immer mitnehmen und dann muss man nicht vor Ort immer wieder alles komplett neu erfinden. Und wie geht das Ganze dann ins Netz? Ins Netz geht das dann halt über den Rechner, der das dann hier ganz elegant mit einer Software streamt und parallel halt auch mehrkanalig aufzeichnet. Kannst du das mal simulieren oder schalten? Das können wir durchaus mal simulieren. Dann drücke ich hier den Simulationsknopf. Schauen wir mal, dass wir es hier so ein bisschen gezuppelt bekommen. Da zuppelt es schon. Jetzt müssten wir vielleicht noch mal was reinsprechen. So, da sieht man es schon. 1, 2, 3, ganz viele. So, jetzt habe ich hier mich. Ups, ach ja. Kleines technisches Problem, aber die gibt es hier einmal zu lösen. Ganz so optimal. Die Kabelstrecken könnten auch ein bisschen länger sein, aber man sieht hier Kanal 1. Wo ich jetzt hier meinen Kopfhörer aufhabe, nimmt hier fleißig auf und die Ausschläge der VU-Meter sind zu verzeichnen. Was ist das für eine Software, die da drauf läuft? In dem Fall ist das gerade Reaper und ja, die erlaubt eben die mehrkanalige Aufnahme. Dazu kommt dann eben noch der Zuspielkanal, wenn man also noch Jingles einspielt etc., die werden dann auch noch mit aufgenommen. Das ergibt dann eben hier diese 5 Kanäle. Ja, und dann sendet man das eben direkt zum Streaming-Server und da können dann die Leute zuhören. Und das tun sie dann auch. Was stecken für Kosten drin? Für das Rack, da sind so ungefähr 1700 Euro reingeflossen in die Technik. Das ist halt so der Versuch, das möglichst kompakt zu halten oder zumindest portabel zu halten. Und diese 19-Zoll-Lösung hat einfach den unschlagbaren Vorteil, dass man eben nicht alles nochmal neu zusammenstecken muss, wenn man vor Ort ist, weil da macht man dann unter Garantie immer irgendwas falsch. Lass dich mal hinten reingucken, da sieht es dann doch etwas... Ja, hinten sieht es dann nicht mehr ganz so professionell aus. Das ist so ein bisschen der Kompromiss, weil nach vorne hin jetzt kein Platz mehr gewesen ist für ein entsprechendes Blech, wo man die Buchsen hätte reinmachen können. Das ist so ein klassischer Müsste-man-mal-Pfeil. Ich hätte es auch lieber, dass ich vorne noch ein bisschen weniger Geräte brauche. Das ist auch möglich, aber das hätte dann noch ein bisschen mehr Geld gekostet. Ja, und dann hier am Tisch verteilt sich das dann eben auf diese 4 Plätze. Da habe ich jetzt hier auch einfach mal meine Studiostühle, die ich sonst im Einsatz habe, rangeschleppt, die den Vorteil haben, dass man sich hier ganz gut
frei bewegen kann und was ich besonders angenehm finde, auch möglichst hoch sitzt. Denn dann kann man hier entspannt sprechen, hat den Oberkörper auch so in so einer optimalen Sprecherhaltung. Ja, und dann geht's los. Willkommen zur Sondersendung von Tag 2 der Republika 2013. Mir wurde schon reingegeben, ich soll heute unbedingt auf den Chat hinweisen, den wir live dazu haben, nämlich unter dem IRC Freenote Sondersendung und auch auf Petter findet ihr einen Raum dazu, hoffe ich jedenfalls. Und ihr könnt uns da während der Sendung live...